Hallo meine lieben Zuschauer, da sind wir wieder. Mad Max Zeit auf meinem Kanal Ralfinger LP. Schön, dass ihr reingeschaltet habt. So, was treiben wir denn heute? Ich würde sagen, wir haben ja in der Zwischenzeit mal wieder sehr viele Lager leer geräumt. Das heißt, sehr viel Schrott gesammelt. Ihr seht selbst, hier unten Grid Canyons ist nichts mehr vorhanden. Keine Sachen mehr außer, ja, hier fehlt noch Schrott. Da fehlt noch Schrott, das werde ich wahrscheinlich auch alles nochmal Schrott, das werde ich mal ganz in Ruhe machen, würde ich sagen, ohne euch, nicht eine YouTube-Aufnahme. Ansonsten haben wir hier auch alles geklärt. Hier drüben gibt es keinen Schrott mehr, das Einzige, was jetzt noch fehlt, wäre zum Beispiel hier der Suchbereich, den habe ich noch nicht gemacht, weil er eben direkt neben der Mission ist. Und ich würde sagen, da kümmern wir uns heute drum, um das Top-Dog-Lager. Da habe ich nämlich Bock drauf. Wir machen eine Schnellreise hier rüber und werden uns dann mal gleich um dieses Lager kümmern und hoffen, dass wir dann das Cheatsworld-Gebiet auch komplett für uns besetzen können. Ansonsten bin ich voll equipped. Ich habe, wie viel Schrott habe ich denn gerade dabei? 3000, also en masse. Da geht einiges, Leute. So, in welche Richtung muss ich denn fahren? Hier rüber. Ich würde auch sagen, dass wir natürlich das Lager dann gleich mal mitmachen hier. Und spätestens in der nächsten Folge kümmern wir uns wieder um die Hauptmission, weil ich unbedingt die Mission haben möchte, dass das Auto schneller repariert werden kann. Das geht mir nämlich langsam auf den Sack. Ich meine, da liegt nur ein bisschen Loot, ne? Aber der Ralf kann es nicht lassen. Keep an eye out. No surprises. Ah, 5 Schrott immerhin, Ralf. 5 Schrott immerhin. Wie gesagt, schreibt mir bitte in die Kommentare, ob ihr es cool findet, wenn ich diese ganzen Schrottmissionen, die ihr hier seht, diese hier, überspringe. Da sind dabei schon sehr schöne Landschaften manchmal und auch ganz coole Objekte. Die haben ja wirklich ganz geile Gegner da gebaut. Aber es ist halt echt immer wieder nichts anderes als Schrott sammeln, finden, Schrott sammeln, finden. Und die Let's Plays sind mit Sicherheit dann auch nicht so spannend. Oh geil, hier ist ja noch eine Mine. Apropos Mine, ihr seht, hier ist noch ein Minenfeld, habe ich auch geräumt. Hier oben war eine Mine, hier unten war ein Minenfeld und hier drüben war eins, die habe ich alle geräumt, die gibt es nicht mehr. Ihr seht, hier oben ist noch alles voll. Die ganzen Missionen bezüglich dieser Ödland-Sniper und diese Vogelscheuchen, die roten, mache ich definitiv im Let's Play, diese Schrottbereiche nicht mehr. Wenn ihr das anders haben möchtet, schreibt es mir in die Kommentare, das Let's Play richtig komplett nach euch und die Stimmen wurden eben lauter, was ich auch sehr cool finde, danke für das Feedback. Wo ist hieß Ralf? Nee, lass das mal. Mach das mal bitte offscreen. Ist kein Problem. Machen wir in Zukunft. Ich spiele das Spiel auch gerne ohne Aufnahme und zeige euch dann eigentlich nur diese Base Raids oder sagen wir mal die Highlights. Gut Action hier, würde ich sagen. Holy shit. Geht's mir gut ab, würde ich sagen. Wow, 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 halt, halt, halt. Stop it. Ah ne, ich will das Fass wieder abschießen. Na, was macht denn dieses... Das war cool. Get out there and fix it. Understood. Kann es sein, dass hier gerade irgendwie noch ein Auto an uns vorbei gerast ist oder so, weil ich gerade mit dem Sniper so daneben geschossen habe? Sah so aus, oder? Thank you.
Es wird ein krasses Lager, Leute, Mann. Ich freue mich jetzt schon drauf, ey. Es wird eine harte Schlägerei geben hier. Wenn der Benzinkanister rumstehen, haben wir eins gelernt. Ah, shit. Dann immer mitnehmen. Gut, ich habe umsonst mitgenommen. Hier war noch einer. Oh oh. Holy shit, no, no. Alter Schwede, Mann, ey. Das ist mir auch schon lange nicht mehr passiert, dass ich hier sterbe im Spiel. Okay, actionreich ist ja schon mal die Aufnahme. Kann mich nicht beklagen. Danke übrigens für das Feedback nochmal in den letzten Folgen. Finde ich sehr cool. Lasst mich wissen, schreibt es mir in die Kommentare. Ganz, ganz wichtig. Ist immer schade, wenn ich sehe, wir haben 100 Views, aber kein Mensch schreibt mir irgendwas zum Let's Play. Bitte nehmt euch die Zeit und schreibt mir was. Bitte schreibt mir. Ah, die Grifferzeichen hätte ich mir auch mal vorher verwenden können. Hätte ich auf jeden Fall bessere Perks, bevor ich hier in diesen Endzeitkampf gehe. Wobei, ich bin gut ausgerüstet hier. Also, grundsätzlich geht es mir ganz gut. Ja gut, also ich bin ein bisschen... Checker ist oder was hier, der Typ. Ihr seht selbst, die Schrotflinte, die ich habe, geht ja ab wie Sau, ne? Yes, sir. Also das Spiel hat extrem krasse Gewaltmomente, aber es kommt erst, oder es ging erst wirklich so weit, als wir Mad Max hier ein bisschen gepimpt haben, als er wirklich krassere Fähigkeiten bekommen hat, was Nahkampf angeht. Jetzt sagen wir, klettern wir da erstmal hoch, bevor wir darüber gehen. Nee, hier ist keiner. Ich habe schon den Insigne gekillt. Okay, die hier wahrscheinlich vorhin bei meinem Angriff, wo ich die ganzen Fässer in die Luft gejagt habe, mitgenommen. Aber warte mal, ich glaube hier drüben gab es, finde ich, solche Wurfdinger. Habe ich da gerade weggesprengt. Da. Hey! Auf mit Stein zu werfen. Out. Ah, dieser Wichser, ey. Der Max, ne?
krasser Typ, ey, ohne Scheiß. Und die Schrotflinte hat so hart Power, ey. Das Ding muss ich echt auf das benutzen. Jetzt habe ich auch die ja schon aufgepimpt, also richtig gut gepimpt. Die hat jetzt extrem guten Schaden. Plus, ihr seht selbst, ich habe 4 Shells unten, ohne nachladen zu müssen. Also da kann ich richtig mit aufräumen. Plus durch das Streufeuer, habt ihr gerade gesehen, die geht richtig ab, ne? Guck mal, wie viele Grifferzeichen jetzt, wie viel habe ich denn jetzt schon hier? Seliger Wanderstoß, 16 Grifferzeichen. Das sollte ich unbedingt verwenden. Die sind ja nicht ohne hier. Das gute Dinky, die mal reinpfeifen hier. So ruhig hier. So Leute, jetzt hat es gerade bei mir geklingelt. Ich bitte euch kurz zu warten. Vielleicht möchtet ihr auch vorspulen. Ich brauche vielleicht 2-3 Minuten. Die Folge wird dann noch ein bisschen länger. Ich bleibe einfach mal ganz kurz stehen. Wir genießen in der Zeit die Aussicht. Und ja, bis gleich. Entschuldigt, das war so nicht geplant.
So, meine Freunde, da bin ich wieder. Entschuldigt bitte die kleine Pause, aber jetzt hat mich auch noch gerade mein Vermieter getroffen wegen der Nebenkostenberechnung. Das ist ja gerade wirklich ein Traum. Ja, da bin ich wieder. Entschuldigt bitte. Sollte nicht wieder vorkommen. 3 Minuten habt ihr gewartet. Ich hoffe, ihr habt vorgespult. Wenn nicht, ja, Respekt, dass ihr so lange mit mir gewartet habt. Was soll das, das denn hier für ein Ding, ey? Sag mal. Ist das die Kampfarena, ja? Sir, you've killed your way here. Just so I can pleasure myself with your twitching corpse. Hallo, Baby. Brenne. Brennen die eigentlich auch selbst? Wow, okay. Boah, Alter, was für ein Monster, der Typ. Boah, Alter, wie der auf den Sack gibt. Wow, 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 wow. Feuer, Feuer. Alter, hab ich auf den Sack bekommen von denen, ey. Genau, trinken wir jetzt mal ganz entspannt hier ein. Komm ins Feuer noch. Shit. Boah, Alter, von hinten! Wirklich? Boah, Alter, Mann, ey, wie ich ihm auf die Fresse krieg von dem. Nice. Das ging schnell, Leute, oder? Das Lager ist nun verbündet besetzt, läuft bei uns. Das Verdikt fehlt noch, einen Insignie und 2x Schrott. Okay, hier Chizu Holzgebiet, hier gibt's zwar noch was. Aber es müssten die Minen sein, oder? Genau, es müssten diese Minen hier sein, die noch fehlen. Ja. Das muss ich noch clean, das Minenfeld. Was ich auch sehr geil fand, war, wie ich mit dem Typen einfach mit dem Messer in den Rücken gehauen habe. Das war schon Optik. So, bitte, das da hinten noch Schrott sein. Schwebt da gerade irgendwas in der Luft rum, sag mal. Ja, da schwebt das in der Luft rum. So. Ja, egal. Und da müsste eigentlich der Schrott drin sein, dann haben wir es nämlich geschafft. Baby, sehr geil. Und ich kletter jetzt mal da hoch, weil ich glaube, dass da oben der letzte Schrott liegt.
So much water. And then it was gone. And blood and oil now. Was ist das denn schon wieder hier, ey? An so einem Opfertisch. So Leute, ich würde sagen, wir machen jetzt, dadurch, dass ich so eine kleine Pause gemacht habe, heute mal eine längere Folge, wir machen mal 30 Minuten draus. Und wir machen zusammen nochmal dieses komplette Gebiet fertig. Wir machen kurz eine Schnellreise hier hin. Holen uns unser Minenfahrzeug, räumen die Minen und dann sollten wir eigentlich das komplette Gebiet in dieser Folge fertig haben von Cheat. Dann sollten wir das erste Mal ein komplettes, aber komplett 100% Gebiet abgeschlossen haben. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh shit, ich wollte die Waffe. Ich wollte das Auto wechseln. Oh, wobei von da aus kann ich da auch hinfahren, das ist nicht so weit der Weg. Wie gesagt, denkt bitte dran, schreibt mir in die Kommentare, was würdet ihr gerne sehen? Also was für Gebiete sollte ich mit euch zusammen machen? Was ist für euch interessant? Welche Missionen? Und was eher weniger. Also zur Auswahl stehen auch solche Sachen wie natürlich diese Lager hier, die würde ich gerne mit aufnehmen. Die REM. Wollt ihr diese? Ich weiß es nicht. Diese Orangen, die Orangen sei schon diese lilanen Teile. Sind so Side Missions, wollt ihr die sehen? Die Sniper, die Türme. Schreibt es mir einfach am besten vielleicht mit den Farben, damit ich auch ganz schnell weiß, was ihr meint. Würde mich persönlich interessieren. Und euch vielleicht auch, weil ihr guckt ja die Videos. Deswegen, ich möchte dieses Let's Play, soweit wie es geht, euren Wünschen anpassen. Wie gesagt, spielen werde ich so oder so. Der einzige Unterschied ist, dass ich ja dann manchmal nicht mit aufnehme. Das ist eigentlich der einzige Unterschied. Wenn ich was mache. Wie gesagt, die letzten Minenmissionen habe ich eigentlich auch ohne euch gemacht. Nur diese hier mache ich jetzt ganz speziell mit euch zusammen. Weil es müssen eigentlich die letzte sein von dem kompletten Holzgebiet hier. Ja. Auch ein bisschen gedauert, bis ich geschnallt habe, wie ich mit dem Hund so umzugehen habe, mit den Minen hier. So Leute, die letzte Mine. Das wird es gewesen sein. So, ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, ich kriege da irgendwas Gutes dafür. Was? Da ist noch ein gelber Strich? Oh, damn it. Ach Gott, da oben ist noch eine Vogelscheuche. Alles klar, Leute. Da kenne ich nichts. Die machen wir auch noch zusammen. Ich habe gesagt, wir machen heute ein bisschen länger. Dann ist halt einmal Minenräumen und einmal Vogelscheuche eigentlich genau das, was ich nicht zeigen wollte. Aber das ist halt jetzt so. Da haben wir halt jetzt eine 30-Minuten-Folge. Zum Glück kann man schnell reisen. Das war auch das erste, was ich gemacht habe. Kann ich euch gleich nochmal zeigen. Als ich in die neuen Gebiete gefahren bin. Ich habe auch drei dieser Heißluftballons gemacht. Ihr seht ja, wenn ich jetzt Y drücke für Schnellreise, habt ihr hier überall
diese Heißluftballons. Ich glaube, hier in dem Gebiet, der fehlt noch genau. Den da unten habe ich aber, der da fehlt auch noch. Den hier habe ich. Also ich habe auch in den roten Gebieten, zumindest hier und hier, die Heißluftballons schon gemacht. Den werde ich mir noch besorgen und den da unten. Weil so eine Schnellreise ist super. Weil ich will nicht immer mit dem Auto dahin fahren müssen. Ganz besonders, wenn ich nur zum Looten losfahre. Also auch dann später hier. Ich werde mich jetzt erst um die Heißluftballons kümmern, um die Schnellreise freischalten zu können. Weil das dann, wie ihr seht, hier echt Gold wert ist. Dann bist du ja eigentlich total schnell am Ziel. Und wenn es dann wirklich darum geht, ein paar Sachen nur, ein paar Missionen runterzureißen, ist das auf jeden Fall der beste Weg. Macht aber auch immer wieder Spaß, oder? Und gleich mal reparieren lassen die Karre. Als ich wieder zu Schrott gefahren habe. Ah, die hat jetzt schon Style, muss ich sagen. Wobei, wir haben ja eine neue Lackierung, sehe ich. War ja vorhin irgendwie so eine Ansage, ne? Schauen wir kurz in die Werkstatt. Was haben wir denn freigeschalten? Gar nichts. Oh nein, Spiel bitte nicht aufhängen. Nein! Okay. Was war das denn jetzt? Warum geht denn... Ah, hier. Ah, das hier habe ich freigeschalten. Was ist das denn? Uff, die Lackierung ist noch aber nur für... Ja, okay, nehmen wir mal. Geil, Alter. Mal das da, Mann. So sehen wir heute aus. Nice Move. Ja, dann hätte ich auch keine andere Decoys. Mal schauen, was gibt's denn hier noch? Nein, das waren sie nicht. Vorschau. Die sind alle weiß. Ja, ah doch, nee, das gefällt mir aber. Ah, wobei, die Totenschädel finde ich auch cool, die ich jetzt drauf habe. Im Übrigen, ich weiß gar nicht, ob ich es schon gesagt habe, ich habe auch noch den hier. Diese wunderbaren Flammenwerfer, die übrigens Sprit abziehen. Habe ich bis jetzt aber noch nicht wirklich im Kampf benutzt. Ist nicht so die effektivste Waffe. Ah, ich war richtig. Alles gut. Jetzt mal gucken, ob ich die Vogelscheuche auch einfach abknallen kann. Cheat and his acolytes will find the wastes a bit more hospitable from here on. Nice. Das war alles. Wir haben einfach jetzt nur 100% hier, ja. Ich habe noch nie was dafür bekommen, dass das ganze Gebiet hier wirklich jetzt grün ist. Aber Leute, ich habe es geschafft, man. Ich habe gerade Gänsehaut bekommen. Irgendwas hatte gesagt, ist in der Werkstatt freigeschalten, ne? Werkstatt. Was haben wir hier? Kaufen. 1800, wir haben es ja. Und die Harpune auch. Nice. 1000. Die erhöhte Kraft. Okay, Max Level an der Harpune. Sehr geil. So, ich würde sagen, wir quatschen nochmal mit dem Seelenwanderer. Holy fucking shit! Was zur Hölle? Alter, Leute, was war das denn? Beste Folge ever, Alter. Er hatte mich mitten im Dialog überfahren. Das habe ich noch nie erlebt.
Ich habe keine Ahnung, was David da erzählen wollte, aber auf jeden Fall war das ein extrem geiles Ende für diese Folge. Holy shit, Mann. Vielen Dank fürs Reingucken. Wir sehen uns in der nächsten Folge Mad Max dann wieder in normaler Länge und ohne Unterbrechung. Danke fürs Reingucken und bis zum nächsten Mal. Was zur Hölle? Das war ja mal richtig nice gerade. Krasser Scheiß. Ciao, Leute.